Ja, und da sind wir jetzt im zweiten Kapitel von The Evil Within. Das heißt im Übrigen Überreste und... Ja, zum Schluss sind wir ja eine Klippe runtergefallen und jetzt... werden wir hier von irgendwelchen komischen Leuten durch einen langen Gang geschoben. Ich weiß nicht, ob mir das jetzt unbedingt gefällt. So ein komischer Arzt und eine Krankenschwester, wie sie nicht schöner aus Silent Hill kommen könnte. Und wo zum Himmel Donnerwetter bin ich? Und warum ist immer dieses weiß-rote Licht? Werde ich operiert? Oh, ich kann meinen Körper sehen, das ist gut. Und jetzt, Herr Doktor? Lampen, boah, blind. Hallo? Hallo? Wer bist du? Du hast da was im Gesicht, ne? So, das will ich mal erwähnen. Und das sieht nicht gesund aus und... Hab ich jetzt schlecht geträumt, oder was? Sieht auf jeden Fall so schwarz-weiß aus und ich weiß nicht, ob mir schwarz-weiß gefällt. Leichen gefunden. Leichen in... Seegemeinde gefunden. Todesache bleibt ungeklärt. Mehr als ein Dutzend verstümmelter Leichen wurden in Elk River gefunden. Mehrere ortsansässige Personen werden vermisst. Oh, stehen wir etwa hier unter Drogen? Hallo? Jemand da? Echt, ist da jemand? Anybody out there? Gefällt mir irgendwie. Aber jetzt kenne ich das Spiel ja auch. Kakerlacken. Boah, wenn jetzt da gleich irgendwas hochspringt. Oh, das traue ich dem Spiel nämlich. Sind wir wach? Ja, sieht man doch. Geht es den anderen gut? Und die Stadt? Wovon reden Sie eigentlich? Nun, Sie sind gerade der Einzige hier. Wie? Ich will dahin. Weil da ist ein Spiegel. Ich will mein Spiegelbild sehen. Kann ich in die anderen... Nein, kann ich nicht. Ist doch ein Spiegel, oder? Hallo? Jemand da? Das ist ein Scheißspiegel. Der spiegelt nicht. Gott, wo bin ich hier? Im Krankenhaus? Irrenanstalt? Hospiz? Obwohl Hospiz ist ja dasselbe. Dazu noch schwarz-weiß. Ich meine, der Stil gefällt mir jetzt. Was zum Teufel geht hier vor? Ja, das frage ich mich auch schon. Ich kann dir das machen. Meine? Eine Klinik. Na toll. Dieser Ort ist substanziell für Sie. Hä? Sie sind hier stets willkommen. Bin ich das? Wurde ich eingewiesen? Ich fürchte, das kann ich nicht beantworten. Warum? Bitte tragen Sie sich ein. Wenn Sie sich nicht eintragen, können wir Ihre zukünftigen Erinnerungen nicht aufbewahren. Hier entlang bitte. Ja. Ich will da aber nicht lang. Ich will mich hier erst noch umgucken. Habe ich hier noch irgendwelche Hinweise? Gut, tolle Lampen. Ah, ein Zeitungsständer. Welches Datum haben wir denn? Vielleicht steht da das aktuelle Datum drinne von heute. Dann, dann bekomme ich Angst vor diesem Spiel. Kann ich schleichen? Ja, ich kann schleichen. Riecht wie Medizin. Na, geht so. Kratzer im Gesicht? Wie sehe ich überhaupt aus? Ja, bescheiden. Also irgendwie ist das Rad der übelste Mindfuck hier. Von da ich nichts sehe. Es ist alles in Ordnung. Entspannen Sie sich. Ja, dazu möchte ich mich in diesen entspannenden Stuhl setzen. Ah, der Stuhl hat was. Ja, schöner Stuhl. Was soll das? Was? Wo? Beruhigen Sie sich. Es ist nur zu Ihrem Besten. Nein. Stopp! Parameter einzelner Fertigkeiten verbessern. So, sehen Sie. Schon viel besser. Und was habe ich jetzt verbessert? Lady, werde ich verrückt? Wie kommen
sie wieder. Dieses Spiel ist sehr psychopathisch, muss ich sagen. Ah, gut, hier sind wir ja auch stehen geblieben. Oh, heißer Hintern! Also heiß im Sinne von mit Feuer. Gott, was war das vorhin? Scheiße. Was zur Hölle geht hier vor? Das frage ich mich auch. Spritze, die Herkunft Medikaments in dieser Reisespritze ist unbekannt. Stellt etwas Gesundheit wieder her. Kidman, wo bist du? Ah, so können wir... Okay, das ist so à la Ringmenü. Ich möchte das ganz gerne. So. Benutzen. Okay, wir haben hier eine. Können wir uns frei in diesem Wald bewegen? Ja, können wir. Das ist schon wieder ein Pluspunkt. Aus meiner Sicht. Ja, gut, es ist zwar eingegrenzt, aber wir müssen nicht ganz strikt diesem Weg folgen, aber ich glaube, das tue ich mal lieber, weil es ist... Worauf geschissen, ich will hier Sachen erkunden! Miep! Ich hasse Gewitter! Vor allem, wenn es dunkel ist und ich alone in the forest bin. Alone in the dark. Aber bevor ich mich verlaufe, gehe ich doch lieber... Aha. Ist das eine Kuh? Ein Kalb? Sieht auf jeden Fall... Oh, ich kann... Dings zerstören. Kisten. Wo war denn jetzt der Hauptweg? Ich wusste es, ich hätte mich vom Hauptweg nicht entfernen sollen. Okay, suchen wir mal nach einer blutigen Spur. Gott, ich hab mich total verrannt hier. Gut, wenn ich jetzt dreimal um den Baum rumrenne, wird's auch nicht besser. Aha, ja, ich hab die Spur wieder gefunden. Schön. Achso, hier ist sowieso Ende des Pfades. Sag ich mal. Ja, dann gehen wir doch einfach mal diesen Gebirgspass. Naja, diesen möchte gern Gebirgspass hier. Also hier im Wald, das erinnert mich an Silent Hill Downpour, muss ich ganz ehrlich sagen. Moment mal, Licht. Licht, ist das jetzt gut oder ist das schlecht? Yay, ich hab ne Funzel. Hey! Hallo, mein Herr? Oh, die Verletzung hat sich aber sehr gut kuriert. Ach, da können wir auch schlagen. Also R1 können wir auch schlagen, das ist gut. Können wir die Funzel... Nein, ich will wissen, ob ich die Funzel ausmachen kann. Ja, können wir auf L3 die. Dann... Hallo? Sind Sie ein Zombie? Oh, was habe ich denn da? Ist das eine Knarre? Oh ja, und sie ist voll. Connelly. Ich würde sagen, der ist ein bisschen... tot. Oh, diese Szene so Resident Evil mäßig. Ja, leck mich am Arsch, ist die schnell. Ich trete dir in den Arsch.
Ist jetzt Ruhe im Karton. Connelly. Ich habe die Leiche auf gut Deutsch durchgeprügelt. Und wer bist du? Mann ohne Kopf. Ja. Ach ja, jetzt muss ich ja erst wieder zuweisen. Oh, gleich mal benutzt. Aber meine Herren, war der schnell. Ich habe gedacht, das sind so diese Schlurfi-Zombies. Aber, falsch gedacht. Es sind nicht Schlurfis. Es sind schon die aggressiveren. So, machen wir mal die Lampe an. Also irgendwie erinnert mich das gerade alles irgendwie ein bisschen an die Siren-Spiele. So, von wegen mit Gebirge. Ja, das ist schön. Jetzt komme ich hier noch nicht mal. Ah, hier geht's weiter. Tut weh! Tut weh! Wow. Was tut weh? Wolltest du mich gerade warnen? Du bist Leslie, oder? Ich bin Polizist. Kann ich dir helfen? Dir helfen? Scheiße. Wie bringe ich dich denn nur ins Krankenhaus? Krankenhaus! 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 Verdammt nochmal. Okay, der Typ ist ein bisschen durch. So, Gegenstand erhalten. Fallenteile. Fallenteile werden wir nun Bolzen für die Qualenarmbrust herzustellen. Ah ja. Also können wir hier eine Menge... Ich glaube, ich gehe jetzt mal lieber ein bisschen vorsichtiger vor. Aber wie hat Leslie das jetzt überlebt? Haben die anderen das auch überlebt? Also unser Fahrer, der ist ja Geschichte. Der ist ja im Eimer. Aber was ist mit den anderen? Mit der Junior Detective, Frau, L2 fürs Sprinten. Ich will nicht sprinten, weil es gibt derzeitig keinen Grund. Ich mach mal lieber die Latüchte aus. Weil erstens nervt das, wenn der Arsch so am Leuchten ist. Und zweitens, die Gegner entdecken einen auch. So, da kam ich ja her. Hallo? Ah, und außerdem, wenn die Lampe an ist, ist es zwar bei mir rum heller, aber die Entfernung ist dunkler. Das ist so doch schon ein bisschen besser. Ich hasse Krähen. Streichhölzer benutzen. Nähere dich bodenliegenden Gegner, verbrennen, vernichten. Wenn die gleichen Gegner nah genug sind, kannst du sie mit einem einzelnen Streichholz verbrennen. Neben Leichen und Gegnern noch weitere brennbare Dinge. Wieso stehen die sonst auf? Oder wo? Oh, sieht schon schön aus, also von den Flammen her. Ach, so schnell kann man hier Leichen verbrennen. Hallo? Ah, die Taschenlampe, oder besser unsere... Eine super tolle Lampe ist nicht so sonderlich schön, weil halt die Ferne einfach dann zu dunkel ist und wir keine Gegner so gesehen erkennen können. Sehr verwinkelt hier alles. Ich glaube, wir gehen mal da rein. Wenn es geht, können wir da rein? Hallo? Anybody here? Du schon wieder! Aha, Türen schließen sich automatisch. Das ist ja nett. Oh, jetzt haben wir schon 1000. Okay, so, was haben wir denn da? Oh, ist das unsere Marke? Tagebuch von Sebastian Castellanos. Das ist im Übrigen unser Charakter. November 2004. Endlich habe ich mein Goldabzeichen Detective Sebastian Castellanos.
Das klingt gut. Hat eine halbe Ewigkeit gedauert, aber sie sagten, Aufzug, schnell, schnell, wenn jemand wäre, kaum erwarten. Als Detective kann ich mehr Gutes bewirken, als es mir, als Schleifkopf war ihm jedenfalls nicht so viel möglich. Und er muss nicht mehr die bescheuerte Uniform tragen. Gehaltserhöhung sage ich auch nicht nein. Das KCPD kann jeden Mann gebrauchen. Zahl Verbrechen ist in letzter Zeit unverhältnismäßig gestiegen. Crimson City ist mein Zuhause und mein Job, statt zu beschützen.